Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Meine lieben Freunde, der zweite Teil des Eligella XAMA 20.000 Dollar Cups ist jetzt gegen Ende. Wir haben die letzten vier Runden, 10 Runden wurden schon gespielt. Wir haben hier ein wirklich hartes Kopf-an-Kopf-Rennen auf den ersten zwei Plätzen, als aber auch unglaublich witzige Momente. Wir werden noch die lostesten Clips und die größten Rages werden wir auch noch auf unseren Kanälen hochladen. Checkt auch gerne Eli mit ab, ist der erste Link in der Beschreibung. Und ja, die letzten drei Runden waren bei dir auf dem Kanal, jetzt kommen die letzten vier Runden auf meinem Kanal. Ich wünsche euch damit ganz, ganz, ganz viel Spaß. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, hier auf YouTube gerne reinfolgen, würde ich mich sehr darüber freuen. Falls ihr insgesamt noch nichts verpassen wollt, folgt auch gerne auf Twitch. Und lasst ein Like da, Leute, 50.000 Likes. 50.000? Ja, ja. Okay. Einfach mal reingehen. Machen wir 50.000 Likes, ganz viel Spaß mit den Highlights, Abfahrt. Wo hast du dort Sydney? Wie sieht's bei Sydney aus? Ja, Digga, ich hab doch gerade geswitcht. Gerade geswitcht? Achso, lass ihn mal kurz angucken. Lass ihn mal kurz angucken. Oh, warte, der ist da. Zeig mal her, Trimax. Auf der Tanke. Fly. Nee, doch nicht. Boah, der Profi. Der Profi. Ist auf der Tanke. Keine Chance, keine Chance. Die sind alle gebrochen, keiner hat mehr Bock. Oh mein Gott, was ist deine Position? Aber ich muss sagen, Digga, das bricht einen wirklich, ne? Ich habe ja bei deinem Turnier mitgemacht, ich schwöre, ich war richtig gebrochen, ne? Du weißt, du wirst von Leuten geholt, die dich halt auch dann so, die labern dich damit voll. Und du weißt, wenn du nicht... Boah, guck mal im Busch! Nein. Die werden von irgendwo anders abgeknallt. Oh, andere Seite. Da ist halt Big, Digga, die haben 250 Leben. Ja. Die haben 250 Leben. Solutions Team, glaube ich, von Team Mickey geholt. Oh. Und wir sind 86.000 Zuschauer, das ist doch krank. Die können einfach unten raus. Aber guck mal, die können es nicht kaputt machen. Oh. Nein, nein, das Aim. Oh. Aber stark, doch, an einigen Stellen doch weg. Ich muss heilen. Heil, alles gut. Schlau. Die haben die beste Position, Chat. Ja, die holen das. Das ist der Win. Und die sind zu dritt, die sind safe. Die werden holen. Aus, es gibt ein Big Play. Das 80 Volt, 80 Volt. Aus, es gibt ein Big Play. Wir haben das, wir haben das, wir haben den Sieg, wir haben den Sieg, komm. Ja, safe, safe. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die können auch weggepulst werden. Guck sie an, die werden auch einfach weggepulst. Die hatten bis jetzt die beste Impuls. Die beste. Hä, wie schlau, wie schlau, wie schlau. Krass, 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 krass. Ich schütze dich, ich schütze dich. Er hat's gejinxt! Das ist das Problem, Chat! Das war so krass. Das ist der Bruch, er hat's gejinxt! Das war so krass mit der Impulsgranate. Er hat selber gejinxt. Wir haben den Sieg und danach tot. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Er muss Minis rein. Knüffige Augen, vergiss das nicht. Heal dich, nimm den Minis, nimm den Minis. Ja. Oh. Der ist hier? Nee. GG's. GG's. Nice, Jungs. Hey, warte mal, was? Ich check's. Sascha! Halt's Maul! Ich bin in Reaction. Er hat gekonnt, der Zug hat keine Bremse. Hallo, was? Wo ist denn der Zug? Wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Soll ich sowas sagen? Ich hab es gekonnt. Geh voll in das Interview. Im Interview, okay? Verstehst du das, Amar? Hallo? War Dial und Sascha beide noch alive? Sascha, geh rein, geh rein. Du kannst die Runde holen, Bro. Sascha! Oh mein Gott, wir haben die Er hat einfach. Warum beleidigt der Standard-Skill alle, seine ganze Familie? Warum? Deine Kopfhörer, Digga. Was hat er mit Standard-Skill? Was hat er denn mit Standard-Skill? Der arme Standard-Skill hat gar nichts getan, Digga. Er ist einfach nur erster Platz. 6-Kill-Runde. Ihr könnt jetzt mit diesem Momentum alles überfahren. Alles überfahren, was euch in die Quere kommt. Ihr habt gerade einen Win geholt. Ihr habt einen Win geholt. Und gespielt wie sonst was. Wie fühlt ihr euch? Guck mal, das ist einfach gut gespielt von uns. Ja, Orange, beste Callouts, er hat gesagt, was wir alles machen müssen. Dann natürlich die Map-Knowledge von ihm, hatte alles geregelt gerade, er hat genau gesagt, wo wir hin müssen. Hinter Berge, alles gut. Sascha, perfekter Body, Dings, menschliches Schutzschild, er hat sich voll in die Schüsse gestellt. Damit ich überlebe, um alle zu töten. Mein Aim, so gut. Ich hab jeden Schuss getroffen. Macht Sascha eigentlich die ganze Zeit irgendwelche... Sascha, machst du die ganze Zeit so ein Word-Dokument und schreibst alles runter, was du da sagen willst? Weil das ist ja wirklich fehlerlos, makellos, was du hier machst. Ehrlich. Nee, ich spiele schon Fortnite lange, Full Peace, Boxed, Max Damage, Max Damage, Tracker, IGS, Sports sind einfach Wörter, die in meinem täglichen Sprachgebrauch drin sind. Wir bedanken uns als Team wirklich für die ganze Screentime jetzt auch bei euch. Aber es sind hier
376 Punkte für Standard Skills Team und Danny darunter mit seinem Team mit 339 Punkte. Da ist die Kluft. Und soll ich dir mal was sagen, Digga? Kuba, die kommen langsam ran. Also es sind natürlich. Ich komm ehrlich ran. Es sind immer noch halt, keine Ahnung, fast 80 Punkte. Aber es war in meiner Zeit, da waren es 120 Punkte Abstand oder so. Das heißt, die haben jetzt schon irgendwie 40, 50 Punkte gut gemacht. Aber es ist hier noch alles möglich. Es werden noch, wie viele Runden gespielt? Drei. Noch drei Runden. Es werden noch drei Runden gespielt. Es werden noch drei Runden gespielt, Freunde. Da ist noch alles drin. Dann ist hier. Roter Marker. Oh, guck mal, die LC. Mhm. Badial redet einfach mit denen. Die müssen nicht mehr denken. Ja. Das ist wirklich schlau. So musst du mit denen spielen. Weil die können ja aimen. Die können ja schießen. Ja. Immer noch Storm Search. Immer noch Storm Search an, by the way. Nein. Er ist stuck. Stuck, Bro. Oh mein Gott, Digga. Sydney ist stuck. Oh. Okay, ich schalte wieder rüber, muss wieder schnell rüberschalten. Freakle, mach auf! Ja. Freakle, mach auf! Und sie holt sich Karma! Fokus, Karma! Guter Call von Willi, muss ich ganz klar sagen. Oh, sie kommt. Ah, doch. Oh mein Movement. Gott, wie gut! Gutes Movement, gutes nein, Movement. Nein, nicht lenken. Gutes Movement. 100.000. Und guck mal, claimen den Low Ground. Guck mal, wie er baut, wie ein Weltmeister. Boxleckfisch! Oh! Sie holt sie noch Kill! Sie holt Kato. Und noch ein Bruder. Und noch ein. Erst Box, Fully Box, Fully Peace! Noch ein! Robert! Was passiert hier, Chat? Hayatem, du machst das super! Hayatem! Hayatem! Ey, ich will Clips von Willi Bot. Es ist weaker! Digga, was machen die? Die deine Pickaxe! Digga, was passiert da? Ich bin tot. Geh vielleicht einen Expector, schnell vielleicht einen Expector rein. Oh, und sie machen Loose Dance. Chef Sobel mit dem Sieg und den L-Dance. Sie hat's nicht mehr gecheckt. Ey, moved uns einmal rüber zu denen. Die rafft ja gar nicht du mehr. Du Scheiße. Kings, die Jungs sind Kings. Ihr seid Kings. Dankeschön. Ihr seid Kings. Dankeschön. Scheiße, Platz 2. Ich bin so am Zittern, Mann. Ey, das war 10 Kills, Mann. Oh, guck mal, wie sie zittern. So geil, Jungs. Ey, ihr seid die Besten, ich schwöre. Meint sie jetzt uns oder ihre Teammates? Nein, sie meint uns. Uns, ne? Alle im Turnier sind geil, wirklich. Alle, ja. Sascha, ich hoffe, du hast zugeschaut. Ja. Willi, das wollte ich auch ansprechen, Willi. Sascha hat nämlich gefrontet. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gehört hast. Natürlich. Einmal schön ein bisschen frische Luft geschnappt und jetzt wieder in die Höhle. Oh, okay. Wir waren bei euch drauf im Endgame. Wir waren bei euch drauf. Und ihr habt das gespielt. Sowas habe ich selten gesehen. Ein Teammate nach den anderen einfach gegenseitig supportet. Krass. Super. Ihr wurdet Zweiter, ihr habt auch viele Kills gemacht. Ich weiß nicht, wie viele das am Ende waren. 10 Stück. Das waren 10 Buletten. 10 Buletten plus 10. Zweiter. Das heißt, die haben 20 10, plus 40. Zweiter, 20. 40 Punkte. 20, 40. Und man muss 40 ja auch sagen, Punkte. Man muss ja auch sagen, also zwischen Willi und Rosie ist ja echt so dieses Hayatem und sowas, ne? Das ist also, das finde ich. Aber ich finde es auch gut, so Jackson, der bringt da so eine Ruhe auch. Genau, Jackson redet nicht viel, der macht einfach so, der macht die Tabs. Wirklich, der sagt hier, springt da Jackson. Rein, macht da rein, wirklich großes Kompliment, Alter. Ich weiß nicht. Eli, ganz kurz. Ja. Wie sieht's aus, Jan? Erzähl mal. Bist du. Was sagt ihr, Fokus? Ja, cool. Wenn du jetzt noch einmal cool sagst, ja, das krieg ist, mir was. Ehrlich. Aber warte, ganz kurz. Ich löse das Ganze vielleicht mal auf. Ja. Okay, ich weiß, nur mit Eli ist cool so. Aber was ist, wenn ich jetzt Fokus joinen würde und gemeinsam dann mit Eli, Sid, weißt du, wie ich meine, wow, wäre das dann cool oder wäre das nur so, ja, cool? Vielleicht steht nämlich was in den Sternen, cool, ne, das weiß gehört? Man nicht. Hast du gehört, cool? Vielleicht steht also nämlich hier... Ne, was für Sterne, Digga? Also, wo sind denn deine Sterne? Guck mal auf den Boden. Also sag mal, Chat, ne? Ich sag, vielleicht gibt's hier einen kleinen E-League 97, aber gestern wurde nach dem Stream nicht nur über Gott und die Welt geredet, ne? Das kann ich... Also... Hallo? Hallo? Jungs, wie ist die Stimmung hier so? Ich will einmal ganz kurz wissen, wie ist die Stimmung, wie ist die Euphorie? Habt ihr hier ein bisschen Muffensausen oder ist das gerade richtig gut gewesen für euch?
Richtig gut, Junge, war geil. Also, wir haben Jump Head gefunden und Claire, ich hab direkt Claire gesagt, lass High Ground gehen und dann haben wir da direkt gefightet. Und wisst ihr, was ich am geilsten fand? Na. Dass ihr einen L-Dance gemacht habt, nachdem die gewonnen fand ich auch cool. Fand kannst so du nochmal zeigen? Nee, du hast es ja vorhin gemacht und es war sehr unangenehm, deswegen lass du was. Aber, Leute, geil gemacht. Geil gespielt, es war euer zweiter Win, ne? Ja. Ja. Der zweite Win, geisteskrank. Ist damit festigen sie ihren Platz 9 vielleicht, also sie werden safe jetzt hochgerutscht sein, aber wir wissen nicht, wie weit. Ne? Das können jetzt im Hintergrund, wird gerade gerechnet, um zu gucken, wie weit ihr jetzt vorne seid. Aber das ist ein Riesenschritt Richtung Earnings. Willi, Willi auf der ersten Seite, ich sehe es jetzt auch gerade. Willi auf Platz 9, 186 Punkte. Boah, das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Ich hab ihn vollmax! Nein. Nein, wer ist denn das? Bruder, ihr sterbt gegen den! Nein. Jungs, das ist einer! Daniel Lumpka. Digga, Dia ist down gegangen gegen diesen. Bei mir, Bruder, bitte. Warum fuckt ihr mich ab? Lasst mich doch in Ruhe! Digga! Digga! Das war so ein guter Schlag! Digga! Oh mein Gott! Das war ein super Schlag! Das war. Das war ein super Schlag! Mann, ich box nicht gegen den. Guck mal, schon wieder Bug! Was? Das ist es jetzt! Chef? Nice. Win! Let's go! Let's go, wichtig! Guck mal, sein Teammate komplett am Ausrasten und Chef rubbel! Überleg mal die Reaction, wo Sascha Sechster wurde und hier den Win! Bei Nocked! Nice! Yeah. Und noch ein Knock. Ich werde gepickt, jetzt verfallen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jungs, guck, da fällt einer runter. Das ist ein Pro. Der Ukraine-Skin, der ist ein Pro. Töt ihn. Der hat keine Waffen. Oh. Nice. Let's go, Jungs. Der zweite Mann. Machen sie gut. Geil. Achso, sie spielt auch auf Maus und Tastatur. Und sie hat's verfrackt, ihre Tastatur. Sie ist eine Ölerin. Ja. Sie ist safe eine Ölerin. Was mit mir? Sie ist safe eine Ölerin, Chat. Sie gehen, sie spielen zu zweit weiter. Ja, sie hat 103 Leben, alles gut. Absoluten Laser kassiert. Das ist ihr, der Mate von Willi. Und halt, ich bin noch mit dem Profi. Mit Jackson. Oh! Ja, Mann! Wave Candy! 12 Kills. Wave Candy! Weg mit ihm! Und, also, Chat. Hast du deine Dings, dein Geld schon bekommen? Ich hab mein Geld bekommen und wisst ihr, wie lecker das geschmeckt hat? Oh mein Gott! Boah, wer hat die geholt? Yannis Z. Digga, Yannis Z hat alle mit seiner Piste geholt. Goldene Pistole? Darf er benutzen. Darf er. Und, Jet, guck euch das an. Die arbeiten hier gut. Er muss halt mit den Impulsis arbeiten. Er muss sich mal reinimpulsen. Ich weiß nicht, was er da macht, warum er sich da wegimpulsen lässt die ganze Zeit von den Knechten. Er hat 6 Stück. Es ist eine 3 gegen 1 gegen 1 Situation. Was machen die denn da? Er hat 6 auch nicht, ja? Die müssen fragen jetzt. Die müssen anfangen zu fragen, Jet. Guckt euch das an. Fly ist da hinterm Baum. Oh nein, Robin. Oh Gott. Oh. Wie dumm sind die? Oh mein Gott, das könnte das Dümmste gewesen sein, was die in diesem Turnier gemacht haben. Oh mein Gott, das sah sehr doll danach aus. Es kann sein, dass zum ersten Mal hier jetzt die Regel kommt und die holen den Win. Du weißt, ich bin unparteiisch. Ich bin auch sehr unparteiisch. Aber es sah so krass danach aus, ne? Ich muss nochmal Clips sehen. Bruder, es sah danach aus in dieser. Die hätten ihn safe geholt. Wieso, ja, der war ein HP. Wieso überfährt er ihn? So, ich habe eine Frage an Lauwarme Kaba. Ja, mein Bester. Warum? Also, ihr hättet den eh geholt. Wir haben das so aus das so einer ist, anderen Perspektive ist, gesehen. Das Ding ist, ich sag's euch, ich spiele seit einer Woche Fortnite, weil es wieder ohne Bauen ist. Und einfach den Hector im Auto, keine Ahnung, ich wollte nach vorne, wollte rausspringen eigentlich, aber hab's dann irgendwie nicht gebacken bekommen und hab den, glaube ich, überfahren. Also ich muss das nochmal, wir müssen das im Schiedsrichtergericht nochmal abstimmen, ne? Da kann ich euch sagen, der Chat wird das mitentscheiden. Zur Entscheidung vom Chat. Die waren 3 gegen 1 und der war 1 HP. Aber wir müssen auch sagen, du bist ja schon wirklich doll rübergefahren. Und dieses, er spielt seit einer Woche Fortnite, das zählt, also das, wie heißt denn das bei Amar bei Unwissenheit schützt nicht vor irgendwas. Amar, es gibt ein, also du bist Eli. Ich bin Eli. Es gibt bei 5-0
gibt es trotzdem Elfmeter, auch wenn es in der letzten Minute ist. Das stimmt. Und auch wenn die schon zu sieben. Aber der Schiedsrichter hat doch Toleranz. Ein bisschen, nee, ich bin nicht käuflich, außer vielleicht 100 Giftzaps, ne? Also, da sind wir käuflich. 100 Giftzaps vielleicht. Bei 100 Giftzaps wird vielleicht mein Auge zugedrückt in Köln. Wer bekommt denn dann den Win? Der Zweitplatzierte. Geht's nicht. Wir können sowas nicht ändern. Achso, ja, ist automatisch. Dann bleibt das. Die Punkte sind dann so. Wo sind die? Ja, guck mal, er wollte Baum wegfahren und da habe ich den Baum wegimpulst. Mhm. Ich glaube, jetzt komme ich, oder? Hab ihn! Oh Gott! Oh Gott! Er schreit sogar Hab ihn! Hab ihn! Er schreit sogar Hab ihn! Es kam direkt danach, ich wollte den Baum umfahren. Es war sein erster Kill in 13 Runden. Hey, was redest du, Kylie? Was fällst du mir hinter den Rücken? Er sagt, ich hab ihn. Hab ihn! Also, der hat halt ein Leben. Der hat ein Leben. Und es ist sein allererster Kill des Turniers. Das heißt, wir beide ziehen die gelbe Karte. Der Chat hat entschieden. 26.000 Leute sind dafür, dass es kein Regelverstoß ist. Und dann wollen wir uns dem Ganzen einfach beugen. Also ich sage euch ehrlich, wäre das hier auch so eine 50-50-Aktion, dann hätten wir dann... Aber es ist eindeutig so, Digga. 28% sind dafür bei 120.000 Zuschauern. Abgesehen davon 120.000 Zuschauer, wie geisteskrank ist das? Nee, ist gar nicht cool. Wir werden von Wölfen gejagt. Hey! Woher kommt denn dieser Kalb jetzt, Bruder? Was ist das? Wollt ihr mich verarschen, Bruder? Warum werde ich jetzt von Hunden angegriffen? Es reicht doch irgendwann, Bruder. Jeden Tag kommt irgendwas Neues. Woher kommt der Hund? Woher kommt diese Malle-Musik jetzt auf einmal? Hä? Komplett verloren für mich. Wirklich. Der Chat schreibt, Danny will auf Dingser landen, auf Standardscale, aber die wollen nicht. Also das Team will nicht. Und jetzt haben die untereinander irgendwie... Junge, das wird hier ja noch sein! Hey, die haben alle so viel Zeit! Wieder im Busch gecampt! Boah. Danke. Welche Wichser waren das? Digga, guck mal! Diese Buschcamper, Bro, ich schwöre dir bei Gott, es ist einfach nur noch cringe! Bitte nimm deine Mutter hoch! Du Clown, du Dreckiger! Wer bist du, Mann? Danke. Ey, Junge, ich schwöre, wie dein Busch hängt! Wer hat ihn geholt? Wer hat einen Revi geholt? Ekelhaft! Was für ein unfassbarer Clown, Digga. Was ist das? Hoffentlich kassieren sie jetzt richtig, bitte. Oh, Leute, hier wird noch richtig Salz in die Wunden gesprüht. Gestreut. Kassiert gleich. Flixi. Bei dem ging es um nichts mehr, aber so viel Salz. Das ist so, als würdest du Weekend League, würdest du schon deine letzten Belohnungen bekommen und dann immer noch so salzig sein. White. Bruder, die kommen hier entlang gefahren. Hör doch auf! Hey! Und ich? Fokus. Karma, zeig's mir. Oh nein. Nein. Das ist... Oh nein. Minis. Boah, okay. Ich muss ein Biggie. Eldos. Sind mir Eldos. Timmy, zeig mal, was du drauf hast. Ich mach so einen Pausen. Er ist doch tot. Ja. Oh, weil die, Digga, die dummsten Spieler auf diesem Planeten sind, Digga. Das ist jetzt die letzte Runde, Freunde, mit Bauen auch. Ist scheiße. Die haben 13 Kills und die landen direkt bei Jeff Hardy drauf. Chef zu den Strobel. Eigentlich müsstest du einen Rasenmäher machen. Chat 1 in den Chat, wenn er einen Rasenmäher machen soll. Also, du bist der Rasenmäher-Typ. 2 in den Chat, wenn er mal einen Rasenmäher machen soll. Hä? Guck mal, die ganzen Einsen sind. Guck mal, die ganzen Zweien jetzt, gell, Mann. Guck dir die ganzen Einsen. Ich kann den Rasenmäher nicht, das ist ja Quatsch. Das sind die Schultern. Das ist ja Quatsch, ich kann den ja nicht. Ich gehe in der Deal. Safe. Guck mal, die ganzen Zweien an. Aber 1 und 2. Viele schreiben auch 1 und 2. Viel mehr Zweien. Die wollen den Rasenmäher von dir sehen. Du merkst es selber, diese ganzen Zweien, ne? Er hat da einen Knopf bereit, Chat. Der Knopf ist bereit, Chat. Aber warte, du, wir müssen den richtigen Mann aufmachen. Wir müssen den richtigen Mann aufmachen. Für wen belieben wir? Für wen belieben wir? Du bist auf Mickey bereit, Chat. Ich unterstütze dich mit den Schultern. Er unterstützt mit den Schultern, Chat. Wir sind auf Mickey und wir sind in der... Wir müssen die Schultern aktivieren. Chat, jeder von euch da draußen, jetzt die Schultern. Wo sind die Schultern? Macht ihn an! Gib ihm die bitte. Wir sind in der Zone. Macht die Schultern! Das können die Earnix jetzt für Mickey. Hey, Stan und Fly sein, Chat. Wo ist die Community? Das ist der erste Rasenmäher vor 100.000 Leuten. Der erste Rasenmäher vor 100.000 Zuschauer, Chat! Okay. Aktivier sie! Ich habe Gänsehaut, solltest du sein? Ja! Du musst Gänsehaut haben! Warte, ich geb dir. Und tranquilo! Ich hab Metz! Tranquilo! Sie formen
formatieren sich nochmal neu 22 Leute im Live-Chat. Und der Pro darf nichts machen, außer zu bauen. Und sie gehen jetzt hier hoch auf den Berg. Sie müssen jetzt gemeinsam auf den Berg hoch. Und mach die Schulter. Ja? Mach sie. Mach sie. Ich unterschätze. Ganz ruhig jetzt, Melina. Ganz ruhig jetzt, Melina. Achte auf deine Schultern, Melina. Alle müssen beliebt. Ja, ja, lass, gib einfach Fly. Gib einfach Fly. Gib uns. Geh rein. Drin, drin, drin. Sie holen ihn. Sie holen ihn. Der macht er. Macht er zweit. Mega. Sie holen ihn. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Ich mach einfach weiter. Mach es. Mach es. Sie holen ihn. Die leben noch, Digga. Die sind Top 4. Und das ist der Belieb. Top 11 Situation, Chat. Und es sind nur noch 4 Teams alive. Und sie sind auf dem Logo. Und sie haben ihn schon wieder geclaimed. Sie holen sich vielleicht die 3. Sie holen sich vielleicht den dritten Platz. Sagt so wie es ist. Sie holen sich den ersten. Overall. Sie holen sich den ersten. Gato down. Gato down. Da ist noch einer. Sie holen ihn, sie holen ihn. Komm schon, Michi, hol ihn dir. Sie holen ihn dir. Sie holen ihn. Michi, holen sich. Wie down. Und sie haben schon 9 Kills. Sie haben 9 Kills. 9 Kills, 150 Builds jetzt noch. 150 Mets jetzt noch. Fly baut jetzt hier nach vorne. Er hat das Christian Dior mit dabei, Chat. Die sind zu dritt, die sind zu dritt. Dass er funktioniert live und damit merkt ihr auch, dass der Rasenmäher nicht gescriptet werden kann, Chat. Das ist nämlich ein Gefühl im Herzen. Sie holen ihn, sie holen ihn, sie holen ihn. Guck es dir an. Die machen weiter. Und 2 gegen 3 Situation, Micky. Ich hab ihn nicht beliebt jetzt. 3 gegen 2. Nimm das und pack das in dein Video, Micky. 3 gegen 2. Alle haben Leben. Und da ist es down. Es ist 3 gegen 1. Das ist ein Pro. Es ist ein Pro. Und sie haben den Win. Sie haben den Win. Der perfekte Rasenmäher-Chat. Sie haben den Win. Mit dem Sieg in der letzten Runde. Schönes T-Shirt hast du da an, Micky. Neuer Drop Ende April. Micky, perfektes T-Shirt hast du da an. Digga, guck euch weg, Jan. Geil. Guckt euch weg, Jan. Geil. Guckt euch weg. Ja. Gewonnen wie beim Boxkampf. Gewonnen. So werde ich nämlich schreien am 2.4. Chance! So. Weil ihr beliebt habt! Weil wir beliebt haben! Ja, hast du es verstanden? Weil wir beliebt haben! Digga. Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das geht raus an alle Streamer und Streamerinnen. Alle, alle, alle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Auch an die ganzen Pros, ganz, ganz wichtig. Auch natürlich an die. Real Talk, ich muss einmal auch kurz meine ganzen Pros loben. Ich kenne die ja von tausenden von Turnieren, die wir gemacht haben oder von den Viewing-Partys. Jungs und Mädels, ihr habt das super gemacht. Ihr habt euch so gut integriert in die ganze Streamer-Szene. Ihr habt so gut, ihr habt performt. Das war alles authentisch. Die Leute hatten alle Spaß mit euch und darum soll es ja gehen, dass wir die ganze Community zusammen vereinen. Ja. Lasst mal gerne Liebe in den Chat, in alle Chats, gerne Liebe reinpacken für so ein tolles Ereignis gemeinsam. Ehrlich. Ihr seid Macher. Dass ihr in dieser Situation mit den Rücken zur Wand, die anderen, die hinter euch waren, haben nämlich auch sehr doll Auge gelegt. Und das wusstet ihr. Wenn ihr einen Fehler macht, seid ihr nicht mehr in der Top 5 und geht nicht in die Earnings rein. Richtig. Aber ihr habt den ins Gesicht gespuckt und habt gesagt, ich bin hier mit einem epischen Win. Aber was für einer. Ja. Jungs, ja, ihr habt einen Rasenmäher kassiert von mir und Eli. Ja. Versteht ihr das? Oh. Ja, da, ja, guck, die wissen schon, worum es geht. Wir waren relativ früh sogar bei euch drauf, ne? Also da haben noch 30 Leute gelebt oder so. Jungs, also... Ey, es war so eine intense letzte Runde, es war so schön. No joke, ne? Es war so geil, es war so krass. Ganz kurz, ich kann schon mal eine Sache spoilern. Egal, ob jetzt Punkte abgezogen wurden oder nicht, es hat sich nichts geändert an dem Placement von Jannis tatsächlich. Haben wir gerade aus der Regie bekommen, damit ihr das alle jetzt einmal mitbekommt. Es hat sich nichts daran geändert. Wir hätten auch sagen können, scheiß auf, es ist kein Regelverstoß, genau das gleiche rausgekommen. Ja. Denn wir haben jetzt die Standings ready und eigentlich, ich weiß gar nicht, warum wir so lange jetzt bei euch sind, das war gerade sehr emotional. War emotional, sehr emotional. Aber wir haben hier natürlich ein Team. Ein Team, was, was den Vogel abgeschossen hat. Jungs, danke schön fürs Mitmachen. Wir machen jetzt die Standings auf. Ich hoffe auf Earnings bei euch und dann würde ich sagen, hören wir uns später. Alter, was? Es hat nicht gereicht für Micky. Kuba bleibt mit seinem Team in der Top 3. Boah. Micky auf der 4, mit Abstand auf der 1. Und das haben sie dann auch verdient. Standard-Skill mit Niklas und Micknob. Das sind auch die Preisgelder. Der erste bekommt $10.000, der zweite 4.500, der dritte 2.500, der vierte 1.500, der fünfte $1.000 und der lustigste Clip, da werden wir uns gleich drum kümmern. Hier nochmal einmal die komplette Liste für euch, auch hier kein Konzept. Revi, Vico, sehr stark gespielt. Eldos, Phil,
Hallo, das ist Karma, Chat. Das ist Karma. Hieß hier auch einer der Upcoming-Streamer bei uns. Den haben wir hier mit eingeladen. Mit Real Pains und Timmel, auch sehr geil. Nova. Ey, was? Nova, Finn und Evive haben sich so hochgekämpft. Die waren doch die ganze Zeit tot. Krass, krass. Digga, die sind 13 da. Hallo, Jungs. Erstmal dickes, fettes, herzlichen Glückwunsch natürlich hier von uns beiden. Ey, ihr habt das Ding gerockt. Ihr habt das Ding von der ersten Sekunde aus gerockt. Ihr seid einfach die besten Spieler, die es überhaupt gibt. So. Bro, big shoutouts, Mignup hat so hart in den Baurunden gecarried. Stani aber auch geisteskrank gut gewesen. Gerade in den M-Runden waren wir beide echt not bad. Ja, einfach krass. Wir haben auch ganze Zeit auf Killfeed geguckt in der letzten Runde. Ja. Und haben, als wir Romatra da gesehen haben, da wussten wir vorbei und dann haben wir auch einfach. Ach, ihr seid ihr bei uns drinne? Natürlich sind wir bei euch. Ihr seid die Gewinner, wo sollen wir sonst drin sein? Heute sind wir nur auf Super gefahren, gestern auf Super Plus. Guck mal, sie hatten gestern. Das war sehr, sehr geil. Na gut, Freunde, was macht ihr mit eurer Kohle? Jeder von euch bekommt 3K. Ich glaube, ich fliege actually nach London am Wochenende. Nice. Digga, geil. Ja, geil. Stani legt es zu den anderen Rex. Ich überlege vielleicht Mignup was zu geben, noch abzugeben. Bro, du hast schon krass, Digga, Bro. Mignup. Ich sag dir, er hatte irgendwas mit Bob der Baumeister zu tun. Mignup, wie alt bist du, Mignup? Ich bin 17. Woher kommst du? Schweiz. Stani, aber war ja gut. Oh, er war krank. Wie sieht's aus, Mignup, mit Fokus? Ich sag dir ehrlich, ja. Er war zu krank. Wie sieht's aus mit Fokus? Wie sieht's aus da? Ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, er wäre der beste Fokus. Weiß ich. Weil ich bin ja auch da, ne? Ich bin ja auch Semi-Pro, ne? Also ist ja nicht so, dass ich da nicht mitspiele. Na gut, Freunde, wir müssen aber weiter. Ihr seid Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Real Talk. Von uns, vom Herzen. An euch. Ja, mega Fun. Danke, danke. Ja, Jungs, dann. Wie fandet ihr denn das Turnier? Ja. Das war das Beste, was ich jemals gespielt habe, Mann. Safe. Ehrlich, nice. So, und wir kommen zu den Zweitplatzierten des Abends, meine lieben Freunde da draußen. Seid ihr im Trümmerbruch oder seid ihr richtig gut drauf? Wir sind eigentlich wieder gut drauf. Wir waren ein bisschen im Trümmerbruch am Anfang, aber passt schon, alles gut. Leute, ihr braucht noch nicht im Trümmerbruch sein, ihr wurdet Zweiter. Zweiter von 100, also von 33 Teams wurdet ihr Zweiter. Von 100 Creatern gehört ihr zu den 6 Besten. Ja. Ja. Stark. Ja. Ich war teils sehr gebrochen. Ja, ich weiß, wir haben zugeguckt. Ja, weil, echt, ach, bodenlos. Ich wäre gerne reingegangen so, ich hätte gerne für den Ersten gepusht. Aber jetzt am Ende kann man ruhig sagen, Zweiten nach Hause geholt, hat glaube ich auch fast keiner mit gerechnet so, dass wieder jetzt zu performen. Erster Tag war halt krass, heute war ein bisschen mau. Krasses Turnier, gerade diese Abwechslung auch. Die Legs waren halt echt bodenlos, die Legs. Ja. Im Nicht-Bauen-Modus geht das halt übel klar, ne? Gut. Wie fandet ihr das Turnier, Leute? Saugeil. Sehr, sehr gut. Ich fand's auch cool. Leo meinte ein bisschen viel über 2 Tage, 7 Games. Ja, ist schon ein bisschen. Also ich hab mich heute so drauf gefreut, so ich dachte nochmal 7 Games, nochmal so lange Banger-Stream. Für dich alle geküsst. Lecker. Liebe und ja. Jungs, vielen Dank, sehr schöne Worte. Real Talk. Wir sind raus, Leute. Der beste Fokusspieler. Der beste Fokusspieler. Der beste Fokusspieler. Und es ist ein Valorant-Spieler. Kuba, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Kuba Libre. Fortnite-Vertrag schon mal. Habe ich schon gesagt. Dennis ist gerade dabei. Dennis ist gerade dabei. Dankeschön. Dennis ist gerade dabei. Dietrix dachte jetzt auch, er kriegt einen Fokusvertrag. Aber Eli. Dietrix, ich habe gehört, das sind die ersten Earnings bei dir seit 2 Jahren. Nein, das Ding ist, bei mir, anscheinend alle sagen immer, bei mir geht das schneller, weil ich habe eine Season keine Earnings geholt, da ist es direkt 2 Jahre. Aber auch immer wieder Earnings, also was ich da heute schon wieder alles gehört habe, Digga, da muss ich auch wieder los. Aber guck mal, du nimmst es ja mit Humor, ne? So. Ja, na klar, na klar. Ja, eine Sache will ich wissen, warum wird der Arme immer fertig gemacht? Wird er nicht! Jungs, ihr wisst gar nicht, was er am Ende gemacht hat, er baut, wir rotieren da durch wie sonst was und trotzdem wird er hier geflamed. Ja, na, das habe ich auch immer gefragt, ich sag die Tricks, das sag ich dir ehrlich hier vor. Das ist irgendwie so, das ist einfach irgendwas so Insider geworden, so Meme-Man. Ja, ich weiß. Aber du weißt nur, wir haben dir zugeguckt, du hast super gespielt, ehrlich. Das sage ich dir jetzt so als völlig Neutraler, der nicht so krass in dieser Fortnite-E-Sport-Welt drin ist. Super Jungs auf meiner Seite. Oh. Ja, also ihr habt alle drei super gespielt. Höhen und Tiefen, die haben wirklich emotional gehandelt, manchmal auch. Ja. Im Baumodus haben wir uns wirklich angeschrien, aber Arena wirklich, da sage ich Dietrix top on point. Ja. Aber Baumodus, in dem Nicht-Baumodus haben wir uns wirklich oft schon angeschrien. Sue, Kuba und Dietrix super gespielt. Real Talk. Wirklich gut gespielt. Sue, alle drei super gespielt. Sue, auch von mir nochmal dicke, fette Props. Ich sag dir ehrlich, Digga,
Sonst wirst du immer von mir in diesen Content Creator Turnieren rasiert, weißt du ja, ne? Aber heute, Real Talk, du hast richtig, richtig performt. Ihr als Team habt einfach so unglaublich gespielt, das war krank, das war richtig krass. Nachdem Vadeal mich gepickexit hat, ist ja so oder so nicht mal mein Duo-Mate, deswegen. Das ist nice, das ist nice, das ist nice.